Vielen Dank. Ich möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten einen Überblick geben, wie wir in der Swiss Re SAP, als, was wir als kritisches System betrachten, auf SUSE laufen lassen. Ich werde sicherlich die verlorene Zeit noch aufholen. Kurz zu meiner Person. Ich habe, also bin seit 1999, arbeite ich im SAP-Basisbereich, habe in der Zeit in-house oder als Berater auch gearbeitet, mit verschiedenen Betriebssystemen, mit verschiedenen Datenbanken, wie man das im SAP-Umfeld so kennt. Und meine erste Connection mit Linux hatte ich 98 im Studium habe ich es installiert. Und dann 2001 habe ich vom Linux, SAP Linux Lab mein erstes SAP-System installiert. Und jetzt mit der Swiss Re, seit 3,5 Jahren bei der Swiss Re, bin ich dort verantwortlich für den operativen Betrieb von SAP-Systemen auf Linux. Kurz bevor wir... ich kurz gucken? Ja. Also, das ist die Overview, die ich gebe über Swiss Re. Dann kurz, wie sieht unsere Landschaft aus in der Swiss Re SAP? Wie war unser Weg zu SLES? Was kommt im nächsten Schritt oder was wollen wir machen? Und warum sind wir der Meinung oder ich, dass SLES bereit ist für businesskritische Applikationen? Okay, Swiss Re. Muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Die meisten, die in der Schweiz sind, werden die Firma kennen. Es ist eine Rückversicherung mit Sitz in der Schweiz. Wir haben ungefähr 11.000 Mitarbeiter, sind global tätig. Und ich stelle mich vielleicht etwas besser hier hin. Und man hat ein sehr gutes Rating. Wir haben auch Niederlassungen in England, in Amerika. Und das Kerngeschäft ist Rückversicherung neben anderen Versicherungsbereichen. Okay, wie sieht unsere SAP-Landschaft in der Swiss Re aus? Wir betreuen interne Kunden. Interne Kunden haben wir HR, das ist unser größter interner Kunden. Also wenn Sie sich bei der Swiss Re bewerben, es läuft über ein SAP-System, selbst wenn es vielleicht nicht direkt ersichtlich ist. Daneben, wenn Sie in der Swiss Re selbst Bestellungen machen, Verträge ablegen, wird das in einem SAP-System abgelegt. Wir haben daneben Kundendaten, die wir in einem Master Data Management System ablegen. Das läuft auch auf SAP. Daneben noch ein Finanzsystem in Deutschland und noch eine kleinere Insurance-Lösung. Mittlerweile laufen alle 84 Systeme auf SLES. Und die Datenbanken variieren von 100 Gig zu 2,5 Terabyte. Das ist im SAP-Kontext nicht so groß. Also da gibt es sicherlich Kunden, die im 10 Terabyte oder im größeren Bereich sind. Das ist historisch zu erklären. Die Swiss Re ist noch nicht so lange auf SAP. Ja, alle unsere Mitarbeiter wollen HR benutzen. Das heißt, möchte ich meinen Payroll angucken, möchte ich Zeit erfassen, ich muss auf SAP zugreifen und damit haben wir täglich, wöchentlich, je nachdem wie oft die Mitarbeiter diese Sachen überprüfen, 11.000 Mitarbeiter auf unseren Systemen. Gut, wie sind wir zu SAP gekommen? Ich bin 2011 zur Swiss Re gewechselt. Es war also nicht meine Idee, die Idee wurde vorher geboren, dass wir alles migrieren auf SLES. Der Hintergrund ist in der Swiss Re, das ist eine generelle Strategie, dass wir auf Linux gehen oder gehen wollten. Diese Strategie ist für die Swiss Re allgemein formuliert worden und wir mit SAP sind einer der ersten, die da drauf gegangen sind. Das war also 2011, wo wir alles von Solaris bis auf kleinere Systeme, die haben wir nachher migriert, auf SLES 10 gegangen sind. Das hat gut funktioniert. Es gab sicherlich da einige Sachen, wo wir ein bisschen sehr ambitioniert waren. Wir haben im halben Jahr alle Systeme migriert. Nicht nur, dass wir von Solaris auf Linux migriert haben, wir haben die Architektur geändert, von einer Single Installation zu einer Distributed. Wir haben Cluster Sets abgemacht, wir haben VMware mit Blades gemischt. Das war sicherlich sehr sportlich. Dann haben wir, sag ich mal, so ein bisschen wie so eine Konsolidierungsphase 2012. Wir haben den Service ständig verbessert. In 2013 ist es so,
Da haben wir unser Betriebssystem-Upgrade gemacht auf Slash 11. Und wir haben gemerkt in dieser Zeit, dass unsere Unix-Kollegen viel besser unsere Bedürfnisse verstehen. Am Anfang haben wir noch ein bisschen an der vorbeigeredet. Jetzt ist klar, wir bestellen ein Linux-System. Das kommt immer mit 100 Gig. Und drunter macht keine Konfiguration für uns Sinn. Da ist spezielle Pakete drauf, die man im SAP-Umfeld braucht. Das heißt, die Systeme sind so gebaut, dass direkt SAP mitlaufen kann. Also wir sehen in unserem Unix-Kollegen, die haben da auch sehr viel gelernt in der Zusammenarbeit. Und jetzt ist es eigentlich Business as usual, wenn wir ein neues System bestellen. Also das war der Upgrade 2013. 2014, das ist jetzt dieses Jahr, wir hatten noch 10 Systeme, die waren immer noch auf Windows. Da hieß es, ja, die werden irgendwann abgeschaltet. Da haben wir gesagt, okay, wir migrieren sie doch jetzt. Dann können sie nachher noch abgeschaltet werden, aber wir haben nur noch eine Plattform, die wir supporten. In diesem Zuge haben wir sie direkt noch auf VMware gesetzt. Warum machen wir das? Wir wollen weiter unsere Kosten reduzieren. Mit VMware bietet sich diese Möglichkeit für uns. Das heißt, wir haben sie von Windows, physikalischen Systemen, auf virtuellen Systemen, also VMware, Linux migriert. Daneben, neben dieser Migration von Windows auf Slash, migrieren, fangen wir jetzt auch an, andere Linux-Systeme, die auf physikalischen Systemen laufen, auf VMware zu migrieren. Hintergrund ist hier Kostenersparnis. Mit der Migration machen wir natürlich direkt einen Datenbank-Reorg, wir vereinheitlichen die Namenskonvention und kriegen so insgesamt ein System, was wir viel einfacher betreiben können und können weiter unsere Kosten senken. Ja, für nächstes Jahr werden wir genau diese Richtung fortlegen. Unser Plan ist Ende 2015, wir haben kein System mehr auf physikalischen Systemen. Das ist die Idee, die wir in der Swiss Re verfolgen. Okay, jetzt meine letzte Folie, dann können Sie alle Fragen stellen. Also ich habe mehr Zeit für Fragen gelassen. Warum sind wir der Meinung, wir können mit business-kritischen, warum kann man Linux benutzen für business-kritische Systeme? Sie sehen, in 2013 hatten wir eine Verfügbarkeit von 99,95 über das ganze Jahr von allen Produktionssystemen. Bis jetzt sind wir bei 99,99. Was ich jetzt nicht mehr zähle, sind Planned Downtime. Die werden jetzt absichtlich nicht mitgezählt. Wo messe ich? Ich messe also nicht am Linux-Layer, sondern am SAP-Layer. Das heißt, Sie haben inkludiert das Betriebssystem, alles darunter gehende, die Datenbank, den SAP-Layer. Was wir nicht in der Messung drin haben, ist die eigentliche Applikation. Wir messen also beim HTTP, pingen wir das Ding an und gucken, was die Verfügbarkeit ist. Daran sieht man, dass wir in Bereiche vorkommen, wo man vielleicht vor 10 Jahren, wo ich damals Linux installiert habe, das war, da musste ich mir den Treiber noch runterladen für die Grafikkarte. Wir sind jetzt für mich im High-End-Bereich dort vorgestoßen und das zeigt sich auch in der Verfügbarkeit, die wir mittlerweile in diesem Bereich erreichen. Dann die Continuity, da ist es so, in der Swiss Re macht man einen jährlichen Data Center Shutdown. Und die Systeme, die wir auf VMware haben, die fallen einfach rüber. Die Systeme, die wir in einem Cluster haben, gut, da geht die eine Seite runter, die andere Seite geht hoch. Das funktioniert sehr gut. Also wir haben da nicht Probleme und das sind immer einige Fragen. Ist man mit Linux, kann man überhaupt Cluster, solche Sachen machen? Das, aus unserer Perspektive funktioniert das alles. Jetzt Bereich Kapazität. Wir haben nur 11.000 Mitarbeiter. Ich bin der Meinung, wir könnten noch viel mehr handeln. Wir können sowohl Scale-up machen als Scale-down. Nicht Scale-down, Scale-up und Scale-out, danke. Scale-up, wir haben im Moment jedes unserer Systeme physikalisch wird mit 100 Gig geliefert. Warum? Weil es die billigste Möglichkeit ist. Wenn Sie Server nehmen, dann werden die im Verhältnis zu teurer. Und was machen wir, wenn wir mehr Load brauchen oder mehr Systeme? Dann tun wir einfach nur 3 Blades hinzu, installieren 3 SAP-Applikationsserver und dann läuft es einfach wieder performant. Wir könnten auch, wenn wir größere Server kaufen, direkt Single Installation machen mit mehr RAM. Also Sie haben hier die Möglichkeit, mit SAP auf Linux verschiedene Scale-Ups, Scale-Out-Szenarien zu haben. Und man sieht daran, dass wir solche Landschaften halt betreiben können auf Linux. Dann der nächste Punkt ist sicherlich immer Performance. Wo ich früher gekommen bin von der vorherigen Firma, hatten wir AX und da hieß es, ja, Throughput,
Linux, ich weiß nicht, das ist Intel, das ist AMD. Wir sind der Meinung, mit der jetzigen Hardware-Technologie, die auf dem Markt ist und die sich ja auch sehr stark fortschreitet mit 8 GB Fiber-Channel-Adapter, mit 10 GB Ethernet, sie kommen eigentlich nicht in Performance-Probleme. Also wir haben intern keine Probleme. Wenn wir jetzt auf VMware migrieren, dann müssen wir sicherlich da gucken. Wenn wir zu viele VMware-Systeme auf einem physikalischen System machen, dann müssen wir gucken, ob wir nicht I/O-Probleme bekommen. Aber bei uns gibt es keine Probleme. Also ich bin in der guten Verfassung, dass meine Kunden mich zumindest wegen Performance-Problemen nicht anrufen. Oder wenn, dann weiß ich, es ist ein Coding-Problem. So können wir auch den Peak-Load handeln in der Year-End oder im Compensation-Cycle ohne wirkliche Probleme. Security, ja, da Worte aus unserer Perspektive. Sie können im Linux-Umfeld Standard-Security-Settings machen, die Sie auch von anderen Linux-Distributionen kennen. Also bei uns, wir haben eine LDAP-Integration, das ist Single-Sign-On-Anmeldung. Über Netgruppen werden Sie verwaltet, verlassen Sie die SwissRe, werden Sie aus allen Systemen gelöscht, auch auf Unix. Ich denke, da sind wir state of the art, auch im Linux-Umfeld in diesem Kontext. Was jetzt allgemein zu sagen ist, das können Sie auch im Internet finden, das ist so, wie sieht die Tendenz allgemein aus? SwissRe bewegt sich dort im Markttrend. Also ich kann jetzt natürlich nur für den SAP-Bereich sprechen. Da ist es so, da gibt es eine Untersuchung von Realtek, die sich im Internet anschauen können. Sie sehen dort, Solaris im SAP-Bereich geht runter. HPX spielt mehr oder weniger keine Rolle mehr. AX ist die einzige Unix-Derivat, was sich noch hält. Alle anderen werden auf Linux migrieren. Das ist, was Red Hat in der Marktanalyse macht und was wir halt auch sehen. Gründe, warum würden Leute nicht migrieren, ist, es läuft seit 20 Jahren stabil, warum soll ich migrieren? Es ist Aufwand, der Migrationsaufwand eines SAP-Systems dauert zwischen 1 und 2 Wochen, um ein System zu migrieren. Es ist sehr viel Arbeit. Kunden sind nicht happy, sie ändern vielleicht Namenskonventionen. Warum sollten Sie migrieren? Kosten. Sie kriegen diese Intel mit Linux-Kombination zu einem unschlagbaren Preis im Verhältnis zu anderen RISC-Prozessoren mit Unix. Und dieser Trend wird sich aus unserer Perspektive noch verstärken, nachdem SAP die In-Memory-Datenbank HANA released hat. Die ist nur freigegeben auf Linux. Das heißt, Kunden, die auf die HANA-Technologie wollen, müssen auf Linux gehen. Und dementsprechend wird sich dieser Trend noch verstärken. Jemand, der HANA hat, der kriegt Linux im Bauch mit. Also der hat keine andere Wahl. Und wir glauben auch nicht, dass SAP sich dort ändern wird, wie früher, wo sie mehrere Datenbanken und mehrere Betriebssysteme supporten. Das wird, glauben wir, nicht mehr der Fall sein. Ja, das war eigentlich auch schon mein Vortrag. Jetzt bin ich offen für alle Fragen, die Sie haben. Ansonsten können Sie auch gleich noch in der Q&A, also nicht im Kaffee, während des Kaffees können Sie mir fragen, werde ich Ihnen Fragen beantworten. Ja, das war der Vortrag. Okay, dann vielen Dank für Ihre Präsentation. Ja.